mal ein bisschen. Komisch, ne? Dass das so ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja. Das mal eben wegtun. Fühle mich noch um die Hunde und dann gehe ich rein. Jetzt habe ich erstmal mein Halblife schnell abgedreht, damit er schon mal hochladen kann. Und geduscht habe ich auch. Und jetzt werde ich essen, bevor ich irgendetwas anderes mache, weil ich habe Hunger und muss jetzt was essen. Das andere alles zu. Und dann habe ich in meinem Zimmer noch mein Fenster auf, dieses andere Fenster da. Ja, das kannst du haben. Muss ich gleich mal gucken. Und der Stuhl mit dem Stock. Ja, und der knallt dann immer gegen die Wand. So. Viel geputzt haben wir nicht, ne? Die Küche ist immer noch so, wie wir sie eben verlassen haben. Ich war da noch gar nicht dran. Das muss ich aber gleich noch alles sauber machen, aber jetzt werde ich erstmal essen. Und ein bisschen arbeiten muss ich auch. Ich muss ein paar Videos einstellen und ich wollte auch noch drehen eigentlich, aber das habe ich auch noch nicht. Ich habe heute nur, ich glaube, ich habe gar nicht gedreht. Doch, heute Morgen habe ich, glaube ich, 2 Videos gemacht. Ich weiß nicht mehr. Habe ich hier das Fenster auf? Nee, das auch zu. Das auch zu. Hier ist eine Biene. Guck mal, die ist mir aus den Klamotten geflogen. Und hier ist noch so irgendwie was Schwarzes, will ich auch mal mitnehmen. Das kommt aus der, hat sich wohl in die Klamotten da verfangen. Das mal eben wegschmeißen und das Fenster zu machen, weil hier ist auf. So. Und dann Hände waschen und essen. Oh, jetzt das Wasser ist eiskalt, was aus der Leitung kommt. Ne, normalerweise ist es ja immer richtig warm. Ich wette, mein Essen ist jetzt auch eiskalt. Es war auch schön warm. So, muss ich das noch mal ein bisschen in der Mikrowelle wieder warm machen, wahrscheinlich. Hilft ja alles nichts, ne? Und das ist kalt, ne? Im Sommer wäre das noch bis heute Abend nicht kalt, gibt das Essen. Also wenn du im Sommer hier essen kochst, das wird überhaupt nicht kalt. Das bleibt bis abends lauwarm, wenn nicht sogar heiß. So, das ist aber jetzt leider kalt und dann mache ich mir noch mal meinen Karottensalat. Den habe ich hier auch noch. Und schön warm, weil mir ist kalt, wie gesagt. Und Karottensalat mache ich auch noch einmal warm. Das sind auch die Nudeln für die Hühner, die können wir dann mal wieder rein. Gut.
richtig lecker. Ihr dürft jetzt erstmal mein Video hochladen. Ja, ich habe gar keine Lust, jetzt noch weiter Apfelsinen auszupressen. Deswegen mache ich das nicht weiter. Mache ich morgen. Ich werde jetzt das alles aufräumen, was ich hier veranstaltet habe. Alles in den Kühlschrank tun, alles putzen und dann reicht's für heute. Ja, ja. Mache ich alles morgen weiter. Heute reicht's. Wirklich. Ich habe keine Lust mehr. Also, habe ich mir schon gedacht, dass ich das nicht mehr weitermache. Aber ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Alles in den Kühlschrank packen. Und abwaschen. Zitronentee mache ich mir jetzt gleich noch. Honig ist jetzt nicht mehr viel, ne? Aber vielleicht mache ich nur einen Hagebuttentee. Was ist das denn eigentlich? Wo kommt das denn her? Ja. Das wollte ich nicht mehr essen, deswegen das schmeiße ich jetzt mal weg. Ich scheiße. Und ja. Das mache ich da rein. Das in den Topf. Ich habe ja noch für morgen genug Schokoladenfisch. Hat aber lecker geschmeckt. Schön käsig. Ich muss was trinken. Soll ich noch mal ein bisschen Orangensaft machen? Weil auf Wasser habe ich echt gar keine Lust mehr. Gar keine Lust. Und Durst habe ich aber. Dann haben wir noch zwei Orangen. Trinken die noch mal aus. Ist auch Durst gelöscht. Meine Vitamine am Start.
kein Wasser mehr, ne? Mein letztes Wasser. So, da ist noch ein Teller, Moment, und ein Messer. Und nun, mal hier auch noch mal ein bisschen wissen. Noch so Brotkrümel oder so. Ich habe eigentlich keinen Hunger auf Tee oder so Durst. So kalt ist mir auch nicht. Ich hatte richtig viel angezogen wieder. Wie ihr seht, habe ich doppelt und dreifach Jacken an. Also ich habe einmal diese weiße Jacke an und diese Jacke ein Kleid. Und darunter ist ja auch noch Pullover, das ist ein länglicher Pullover und ein T-Shirt. Also richtig viel Schicht über Schicht. Und jetzt ist mir eigentlich gar nicht so kalt. Deswegen, ja, dieses Stativ ist da nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da muss ich nochmal nacharbeiten. Ne? Ich muss auch irgendwie eine bessere Position finden. Ich kann noch ein bisschen Blumen gießen. Genau, das wollte ich ja vorhin schon machen, die armen Blumen. Länger jetzt alle nichts bekommen. Und ja, das gefällt mir hier nicht mit dem Stativ zum Kochen, ja, aber ich weiß auch nicht, ne? Nicht wie das war. Ich hätte das gerne hier gehabt. Wieder gedacht, ne? Krieg es nicht hin. Muss ich das eigentlich runterholen da? Wollen wir gar nicht so viel machen. Mal so ein bisschen würde ich gerne. Ja, nicht so das Richtige hier mit dem Stativ, aber fällt mir leider im Moment auch nichts Besseres ein. Würde ich gerne auch hier irgendwo hin tun, wo ich es immer benutzen könnte. Mir auch noch nicht so das Richtige eingefallen. Und dahin, das Öl tue ich auch noch woanders hin. Ich habe hier auch immer noch die. Ich habe hier ja auch immer noch die ganzen Oliven stehen. Ich habe auch keinen Platz, wo ich das hin tun kann. Mensch. Oh. Auch eine Steckdose. Da wäre, glaube ich, sogar noch eins frei. Kannst mal sehen. Naja. Gut. Habe ich das auch gemacht. Können wir hier mal wieder ausmachen. Hundis gucken da hinten durchs Fenster. Mein Lieben, ich würde sagen, wir verabschieden uns.
Können wir nochmal nach dem Wetter gucken, vielleicht einmal nach oben frische Luft. Aber es ist kalt. Das kann man schon mal sagen. Es wird bestimmt nicht so muckelig sein wie sonst. Aber einmal frische Luft atmen. Und dann würde ich auch langsam ins Bett gehen wollen. Gucken, ob es windig ist. Hier ist richtig kalt hier oben, ne? Hier ist viel kälter als unten. Unten ist merklich wärmer. Ja, schön winterlich kalt hier. Aber da sieht es noch genauso aus wie im Sommer. Als wären es 30 Grad. Keine Veränderung. Ja, aber schon richtig kalt. Da, habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war eine Fledermaus. Hat jedenfalls so ausgesehen. Da, seht ihr das? Wie die hier lang kuschen, die Fledermäuse. Da. 100 Pro sind das Fledermäuse. Da. Sind viel zu schnell für Vögel. Und die sausen hier eben lang und die kacken auch so. Weil die so schnell durch die Ecken rasen hier. Da oben fliegt ein Flugzeug. Seht ihr das? Sieht jedenfalls wie ein Flugzeug aus. Das ist mein Bauch nicht stören lassen. Ja. So sieht's aus am Start der Alanya. Nächste Woche um diese Zeit, Allah is in Reza, bin ich schon lange wieder in Deutschland. So Gott will. Tja. Ist immer ein komisches Gefühl. Gut, gehen wir mal wieder rein. Langsam muss ich mich dran machen, alles wieder hier fertig zu machen. Morgen am 16. fangen wir mal mit dem Putzen an. Wollte ich heute ja schon, ich weiß. Aber morgen muss ich kein Essen kochen. Die Wäsche haben wir jetzt auch schon mal so weit erledigt. Das heißt, ich muss morgen die Küche, aber die Küche mache ich erst zum Schluss. Aber schon mal so ein bisschen durch die Regale wischen und so. Die Gardine vielleicht, das weiß ich noch nicht, ob ich das abändern will. Hängen meine Kopftücher noch. Die kann ich mal wegmachen. Und dann meine Weste hängt hier auch. Die kann auch weg. Die ist auch sauber. Die ist jetzt zum Trocknen aufgehängt. Wie spät ist es jetzt? Ich glaube. 21.28 Uhr. Seht ihr? Es geht. Es ist noch nicht so spät. Kann man noch kann man sich noch ein bisschen hinsetzen. Meine Mücke übrigens, die hat es vorgezogen zu verschwinden. Also die ist nicht mehr da seit ein paar Tagen. Die hat auch echt genervt, ne? Bin schon froh, dass sie nicht da ist. Mein Lieben, lasst uns goodbye sagen für heute. Ich werde jetzt mich noch ein bisschen hinsetzen. Ein bisschen noch Fernsehen gucken. Eigentlich ist der heraus. Die neue Serie ist ja gestern Abend erschienen. Also kommt ja immer Montag raus. Und ich hätte schon Lust, die zu gucken, aber ich bin müde. Ich
nicht warum, ne? Wahrscheinlich, weil ich tatsächlich immer zu viel in diesem beknackten Bildschirm gucke. Das wird es sein. Für uns ist heute Schluss mit lustig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen ist wie gesagt Dienstag und dann werde ich versuchen, ein bisschen hier klar Schiff zu machen, wenn ich es dann auf die Reihe kriege. Und bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Ich bin froh, Alhamdulillah, dass es mir besser geht, dass ich den Schnupfen nicht habe. Und hoffe, dass das auch weiterhin auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, bleibt ihr auch gesund und bis morgen, inshallah. Tschüss!